Wir brauchten unseren Forge Hammer. Und das Ding. So. Dann wollte ich ja noch ein weiteres Basic Machine Casing. Wir wollten Servomotoren. So, Electric Circuit. Dafür fehlen uns natürlich diese schönen Dinger hier. Jetzt fällt es mir wieder ein. Clear. So. 1, 2, 3, 4. Da rein. Jetzt sollte es funktionieren. Oder auch nicht. Ah, natürlich muss das hier auch noch da rein. Und wir brauchen noch mehr Servomotoren. Basic Machine Casings fällt mir gerade auf. Okay, na dann. Eisen. So. 8. Und da ist das Ding jetzt auch wieder alle. Das gibt's auch nicht. Muss ich halt das Teil hier benutzen. So, hier. Dann könnten wir jetzt theoretisch schon mal 2 Servomotoren machen, wenn das denn so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nein. Na, was fehlt denn hier noch? Servomotor. Solenoid, Machine Casing, Electric Circuit. Solenoid haben wir. Machine. Ach, wir haben die Circuits noch gar nicht. Ich bin dumm. Okay, Circuits. Brauchen wir wie viel? 1, 2, 3, 4 brauchen wir von denen. Und jetzt haben wir keine Kabel mehr, das kann nicht sein. Rubber haben wir auch nichts mehr und Sticky Resin haben wir auch nichts mehr. Yay. Knauf. Einen Moment. Wir brauchen unseren Tree Tap. Zum Glück haben wir draußen unsere kleine Rubberfarm. So. Das hier ist zum Glück alles schon wieder halbwegs nachgewachsen. Ich weiß, ich habe die Blätter hier immer noch nicht alle weggemacht. Naja. So, hier haben wir noch was. Hier. Hier. Boah. Gefällt mir. Vielleicht hätte ich doch die Abstände zwischen den Bäumen ein bisschen größer machen sollen. Naja, was soll's. Gut, jetzt nichts wie rein, weil ich sehe ja schon wieder Creeper auf mich zu schleichen. Und das kommt dann mal hier rein. Und das dauert jetzt halt nur eine gefühlte Stunde, aber was soll der Geiz? So, wir schauen mal. Ist hier denn noch irgendwas drin? Kabel. Ach, hier hätten wir auch noch eine Säge gehabt. Dann machen wir mal Folgendes. Hey. Was? Moment, ich cheat mal wieder kurz eine Eisensäge. So. Das hatte ich jetzt selbst auch noch nie. So. Was auch immer das gerade für ein Bug war. Okay. Dann sollte das hier schon ein bisschen weiter sein. Ich kann die Kabel hier mal reinpacken. Genauso wie diese Dinger hier alle. Ja. Ich habe schon wieder 64 Sägen. Das kann doch nicht sein. So. Jetzt. Das kommt auch da rein. Okay. 21 Rubber. Damit lässt sich was arbeiten. Cable. Wir wollen hier... So, 29. Sehr schön. Dann wollen wir jetzt Circuits. Und zwar die Dinger hier. Nochmal 2. Perfekt. Achso, wir hatten ja noch gar keine gecraftet oder was sagst du? Ja, nicht hier. Jetzt haben wir die Circuits. Was fehlt uns denn jetzt noch? 1, 2. Okay. Uns fehlen nur noch die Iron Plates für die Basic Machine Casings. Genau. Iron Plates. Haben wir noch welche? Ja, 2. Okay. Endlich. So. Kommt das
das hier auch rein. Perfekt. So. Eigentlich wollte ich Quarried Stone abbauen gehen. Und davor hier halt noch ja, ein bisschen Sprintassistent reinbauen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was Compensation ist. Ich habe keine Ahnung, was Walk Assist ist. Aber hier gibt es ganz viele Zahlen. Okay, wir machen Power mal auf die Hälfte. Das hier mal. Walking Assist. Aha. Weißt du, wenn ich das denn so mache? Ah. Und ich glaube, das erhöht einfach irgendwie nur meine SUV oder so. Aber da habe ich keine Lust drauf. So, ich glaube, das ist nicht schlecht. Dann können wir hier noch... Nein, das wollte ich nicht. Hier. Ich habe ja schon ein bisschen was gemacht. Und zwar kann man hier... Ich mag das mal im Müll. Müll, Müll, Müll. Ja, wir haben hier diverse Dinge. Und zwar gibt es hier Sprint, Jump, Berge hochlauf und so weiter und so fort. Mit F habe ich das Jetpack. Wir machen einfach mal New und die Taste J. Und für J will ich sowas wie Sprint Assist, Berglauf Assist oder Spring Assist. So, wenn ich jetzt J anmache, laufen wir normal, nochmal J, dann sprinten wir ganz schön schnell. Ja, und ich würde sagen, so gehen wir jetzt mal kurz ein bisschen Quarried Stone abbauen. Und ich glaube, das war da hinten. Ah, so ist das doch viel angenehmer. So. Juhu. Brauchen wir nur noch was, dass wir ein bisschen höher springen können oder dass der automatisch so einen Berg hochläuft. Das wäre eigentlich fast noch besser. Das hätte ich vielleicht auch noch gleich bauen können, aber was soll's. Wir haben eh nur ziemlich wenig Iron Platings und so ein Zeug. So. Liege ich hier auch richtig? Ja, das war da hinten bei den Inseln. Bei den Inseldingern. Wir haben eine Spitzhacke. Ich hatte gerade überlegt, ob ich hier irgendwie alles dabei habe, was ich brauche. Aber scheint alles gut zu gehen. Ja, ich finde den Gleiter jetzt schon ziemlich cool. So, dann gehen wir hier hinten auf den Berg und können da elegant runtergleiten. Oder auch nicht, weil der Berg gar kein so großer Berg ist. Okay. Ah, da vorne sehe ich doch schon ein bisschen Quarried Stone, also gehen wir da mal hin. Juhu. Das verziehtes Bild ist halt immer ein bisschen, wenn ich hier anfange zu sprinten, aber das ist ja kein zu großes Problem. So. Schon ein bisschen länger her, seitdem ich das letzte Mal da war. Was soll's. Ja, ich weiß, es ist nicht die interessanteste Arbeit jetzt, aber ich werde das ja eh offscreen weitermachen. Der Part hier, ja, die ganze Aufnahmesession geht ja noch 6 Minuten. Da kann man ja ein bisschen, mal wieder ein bisschen farmen. Den Rest werde ich ja offscreen oder im Livestream machen, je nachdem. Okay. Ich würde sogar sagen, wir tun den ganzen Keller zusammen im Livestream bauen. Ich muss ja nur nochmal sagen, wann der Livestream sein wird. Ich habe das letzte Mal ja auch gesagt, dass die Woche, in der heutigen Woche, also wir haben heute Freitag und ich hatte letzten Samstag oder so gesagt, dass diese Woche hier nochmal Livestream sein wird. Ist jetzt eben nicht zustande gekommen, aber was soll's. Den Keller muss ich irgendwann bauen und den möchte ich ehrlich gesagt nicht onscreen bauen, weil es ist eigentlich nur recht langweilig. Ja, aber ich glaube, wir sind die Aufnahmesession schon ziemlich weit gekommen. Wir haben eine ja, provisorische Item-Lagerung. Ja, die man kann schon sagen provisorisch, aber das Gute ist, unsere ganzen Items sind jetzt auf diesen kleinen Disketten. Und das bedeutet wiederum, dass wir sie recht einfach transportieren können. Denn wenn wir mit unserem ganzen System nach unten umziehen und nur noch das Crafting-Terminal zum Beispiel oben haben wollen, dann, ja, haben wir unsere Items ganz einfach untergebracht, und zwar im Keller. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Quarried Stone wir brauchen, aber es ist schon eine kleine Menge. Ich weiß gar nicht, hat das ja eigentlich auch ein... Ist das ein spezielles Biom oder so? Nö, alles Forest, okay. Okay, ich hoffe, dass das Quarried Stone Vorkommen hier jetzt noch ein bisschen größer ist und nicht so winzig. Naja. Okay.
Ah, man kann ja auch ein bisschen von was reden. Ich habe jetzt ja angefangen, Borderlands 2 zu let's playen. Tiny Tina's Adventure oder so. Irgendwie heißt es. Und zwar, ja, es ist nicht das normale Borderlands, sondern ein DLC. Das heißt, ich spiele schon mit einem Level 50 Charakter und fange eben das DLC an zu spielen. Denn die Hauptstory tue nicht ich let's playen. Aber das DLC tue ich schon let's playen. Das heißt, wir tun zusammen mit, ihr könnt dann zusammen mit mir und meinem Sniper Zero, ja, das DLC durchzocken. Und ich habe da schon ein bisschen angefangen, die Parts sind da auch immer ein bisschen länger und alles schön in Originalqualität. Also ich weiß ja nicht, wie das hier ist, 1444 Pixel oder Original, irgendwas kann man da einstellen auf YouTube. Ich habe versucht, die Qualität da recht hoch zu halten. Auch wenn ich es zwar render und es auf meinem Rechner besser aussieht, als es auf YouTube ist. Und ich weiß, das liegt daran, dass YouTube das Ganze nochmal runter kodiert und so weiter und so fort. Trotz allem ist die Qualität, denke ich, sehr gut. Und mir macht es auch Spaß. Kann man sagen, weil ich, eigentlich war es eher so spontan. Ich habe Borderlands mal wieder reingeschmissen. Habe ich gedacht, hey, kannst du eigentlich mal bisschen das DLC-Let's Playen. Ich habe selber auch da bis zu dem Zeitpunkt nur 2 Stunden oder so gespielt. Und das bockt sich eigentlich schon. Kann allen nur empfehlen, dass sie sich auch mal Borderlands anschauen oder mal, besser gesagt, selber zocken. Das Spiel ist einfach ziemlich geil. Und ich hoffe zurzeit, die ganze Zeit, dass da vielleicht sogar mal ein Nachfolger rauskommen wird. Vielleicht Borderlands 3 oder sowas. Denn das Problem ist ja, das Entwicklerstudio, das Borderlands gemacht hat, nämlich, das ist ja, glaube ich, Valve. Oder es ist 2K Games. Soweit ich weiß, 2K Games. Aber ich glaube, es hat auch irgendwas mit Valve zu tun, also mit Steam an sich. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ich will jetzt hier kein falsches Wissen preisgeben. Aber es war so, dass die Entwickler eigentlich nur schlechtes Spiel, sage ich halt nicht. Aber ich glaube, dass dieses komische XCOM, das nicht XCOM, das neue Alien-Spiel, das dieses Jahr rausgekommen ist, ungefähr zur gleichen Zeit wie Dead Space. Wo auch alle Leute sagen, dass er richtig scheiße, dass er auch so schlechte Bewertungen bekommen hat. Das ist, glaube ich, auch von denen. Aber Borderlands war anders als das Spiel natürlich ein totaler Erfolg und ich hoffe, falls irgendwann mal ein Nachfolger rauskommen wird, ja, dass der dann genauso gut oder besser gesagt noch besser wird als Borderlands 2, weil da hätte ich richtig Lust drauf. Also Nachfolger von Borderlands würde ich mir sofort kaufen, einfach weil das Spiel so genial ist, immer die genialen Sprüche, die da kommen. Die Story ist nicht so langweilig, aber auch nicht zu lächerlich. Also, schaut es euch mal an. Vielleicht bei mir im Let's Play oder besser gesagt, versucht selber mal zu zocken. Natürlich, das ist das Problem immer, falls man sich direkt bei Steam kaufen will, für die Leute, die kein allzu schnelles Internet haben, weil ich kaufe eigentlich nur noch Spiele direkt im Internet und lade sie dann runter. Also bei MMOGA zum Beispiel oder direkt bei Steam oder Origin. Es ist schon länger her, seitdem ich ein Spiel so richtig normal gekauft habe im Laden. Und das ist meistens immer der Grund, ich hätte schon gern die Spielebox an sich zu Hause stehen. Als ein, weil ich es schön fände, wenn sowas im Regal steht. Aber leider sind die Spiele da meistens 10 bis 20 € teurer. Und auch das neue Need for Speed, das rauskommen wird, kostet auf Amazon 49 und auf MMOGA nur 37. Und dann frage ich mich natürlich schon, sind 12 € mir das wert, dass es eben hier in der bei mir zu Hause im Schrank steht und ich es halt betrachten kann. Und da ich ja auch nur ein armer Jugendlicher bin und nur Taschengeld bekomme, fällt es dann meistens darauf, dass ich es mir im Internet kaufe. Und um aufs eigentliche Thema wieder zurückzukommen, wo ich sagen wollte, dass ja nicht alle Leute so ein schnelles Internet haben wie ich. Und ich habe neulich so ein Tutorial geguckt zur Open Broadcaster Software. Also dem Programm, mit dem ich immer meine Streams mache. Ich kenne mich jetzt da ein bisschen besser aus, habe selber auch rumprobiert. Der Stream sollte jetzt nicht mehr laggen. Also beim nächsten Mal, für alle, die dabei waren, tut mir leid, dass der Stream so geleckt hat. Wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr vorkommen. Ich habe da ein bisschen rumprobiert. Auf jeden Fall, der Typ tut halt hier mal sagen, ja, wie gut eure Streamqualität ist, hängt natürlich von eurer Internetverbindung ab, sagt er. Dazu geht man halt dann auf sowas wie Speedtest oder Test My Net. Huch, die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Egal. Macht dann eben Speedtest. Und ich so, ja, okay, soll er halt mal machen. Und was steht bei ihm dann da? Natürlich hier Download 180 MB pro Sekunde, Upload
168 MB pro Sekunde und ich habe mir dann nur so gedacht, ich will auch. Boah, stellt euch erstmal vor. So eine Downloadrate von 180 MB pro Sekunde und eine Uploadrate von 68 MB. Stellt euch mal vor, wie schnell ich da ein YouTube-Video hochgeladen hätte. Das ist ja, keine Ahnung, mit einer 50.000er Leitung. Lade ich 1 GB runter in, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Bei Origin habe ich in 20 Minuten den Battlefield-Patch runtergeladen. Oder 15, ich weiß nicht. Der war auf jeden Fall 1 GB groß, der Battlefield-Patch, der jetzt am 14. rausgekommen ist. Oder 13., ich weiß nicht. Hallo Creeper. Ja, stellt euch mal vor, ich tue dann ein Video, das genauso lang ist, uploaden. Also 1 GB und das mit noch einer bisschen schnelleren Internetleitung. Das heißt, ich bin ja eigentlich, das würde so schnell gehen, dass dann hätte man das schneller hochgeladen, als das Video eigentlich lang ist. Aber naja, man kann nicht alles haben. Und ich lade meine Videos ja eh immer nachts hoch, also ist das kein allzu großes Problem. Aber trotzdem, wenn man sowas sieht, so eine schnelle Internetverbindung, sagt, guckt man natürlich immer schon auf andere und sagt, ja, das hätte ich auch gern. Aber wobei ich mich eigentlich gar nicht aufregen soll, meine Internetverbindung ist ja schon schnell im Gegensatz zu manchen anderen, die vielleicht auch auf dem Land wohnen. Also ich wohne ja auf dem Land, aber kriege ja trotzdem eine schnelle Internetverbindung, dank Kabel-BW. Ja, es gibt ja auch noch ganz andere Leute, wie zum Beispiel welche aus meiner Klasse, die haben Internet sogar gedrosselt auf eine bestimmte Anzahl an Gigabyte im Monat. Und bei denen ist die Verbindung so richtig lahm. Die können gar nichts machen. Die können nicht mal ein YouTube-Video richtig gucken. Die können. Ich habe mit dem mal Terraria gespielt. Der hatte die ganze Zeit einen Disconnect. Es ist schon schwierig für den, im Teamspeak zu sein und im Internet zu surfen. Das ist natürlich schon ein bisschen bescheuert. Muss man ja sagen. Also von daher bemitleide ich alle Leute, die ihre Spiele noch nicht im Internet kaufen können, weil es eben ewig dauert zum Runterladen. So, wir haben jetzt hier unseren Quarried Stone und aus dem können wir hier ja unser Fitted Quarried Stone machen. Und zwar muss man den, soweit ich weiß, glaube ich, einschmelzen. Quarried Block. Und daraus kann man dann hier Fitted Quarried Stone machen. Okay, dann werden wir das mal einschmelzen. Zack und zack. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, sobald ich hier ja annähernd fertig bin mit dem Keller. Also wahrscheinlich dann eher nach dem Livestream. Den werde ich natürlich noch ankündigen, keine Sorge. Ja, bis dann, Leute. Ciao.